Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frontline Road to Moskau. Wir können ja jetzt auswählen zwischen zwei Missionen und ich glaube, dass wir Sevastopol spielen werden. Müssen wir mal schauen, was denn hier die Missionsziele sind. Küstenbatterie Maxim Gorki ausschalten, ne? Bahnhof einnehmen, Fähigkeit Hartkerngeschoss einsetzen. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist denn dieses Küstengeschütz? Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier haben wir es doch. So, das ist unser Hauptziel, dieses Küstengeschütz. Dann Bahnhof einnehmen, das ist das hier. Und das Hartkerngeschoss einsetzen. Das ist das hier. Also von den Panzern. Aber wie gesagt, wir sind ja sowieso noch nicht in Reichweite. Dann werden wir jetzt erstmal mit unserer Pack hier raufdonnern. Ich glaube, wir nehmen dann erstmal den großen. So, was haben wir hier oben eigentlich noch? Ah, hier können wir uns noch Prestige dazu holen. Kommt er in Reichweite? Ne, leider nicht. 2302, da werden wir den jetzt hier erst nehmen. Na, die Flak kommt auch nicht hin. Wie ist der hier gegen Panzer? 40, für Infanterie gut. Der ist gegen Panzer gut. Leider auch nur 0-1 und vor allem ging der Schuss noch daneben. Vor allem ging der noch daneben. So, der ist auch gegen Infanterie gut. Müssen wir mal gucken. Da unten ist auch noch Prestige. So, da werden wir uns auf jeden Fall noch Einheiten dazu kaufen. Unseren Stuck würde ich sagen, nehmen wir noch dazu. Und da werden wir auf jeden Fall noch ein Stück holen. Paratroopers. Mal schauen, wo wir denn die Fallschirmjäger absetzen können. Ja, die haben die eine Flak dabei? Ne. Dann setzen wir hier mal einen ab. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt auch bis hier hinkommen. Jo, dann nehmen wir uns gleich das Prestige hier mit. So. Dann hätten wir hier unten nochmal. Das lassen wir aber jetzt erstmal. Ziehen wir erstmal den hier hin. Und kaufen uns noch einen Marder. Zerstören den hier. So. Unseren Panzer 4 Ausführung H nehmen wir noch mit. So, das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Ich möchte jetzt nicht mein ganzes Prestige schon raushauen. Jetzt lassen wir erstmal Runde beenden, schauen, was der Gegner macht. Der hämmert natürlich auf meinen Stuck drauf und hat auch einen extremen Schaden gemacht, der Sack. Ah, das wird der höllische. Ah, nein, es geht sogar. Ich habe jetzt gedacht, dass der mehr Schaden nimmt. Oh oh. Nein! Jetzt hat er einen Panzer zerstört. Mit unserer Pack. Dann machen wir den hier. 04. 02. Ah, der ging daneben. Der ist schon mal zerstört. Oh, unsere Flak 0607. Komm, wir nehmen den jetzt erstmal. Gehen dann hier hin. 02. Der ist zerstört. So. Schauen wir mal, dass wir hier den irgendwie einkesseln können. Also flankieren. Da ist er flankiert. 03. So, und jetzt mit dem in Endtreffer. Gehen wir mal mit dem noch vor. Halt. Der ist für die Infanterie. Ziehen wir den mal noch vor. Hier kommen wir halt sehr, sehr nah an die Artillerie hin. Das will ich jetzt erstmal auch nicht machen.
So, die lassen wir so. Schauen mal wegen denen hier. 3, 5. 1, 6 ist ein guter Schaden. Dann nehmen wir erstmal den. Hauen jetzt nur mit dem Airstrike drauf. Ich hoffe natürlich, dass wir die 4 Punkte von dem wegkriegen. Ja, nice zerstört. Super. So soll es ja auch sein. Prestige bauen wir noch. Was kann denn unser Fallschirmjäger noch reißen hier? Na, gar nichts mehr. Jetzt, wenn der Panzer drauf schießt, wird er weg sein. Mörser, du hast doch keine Chance gegen meine Panzer. Mit dem Stock tut es hier ein bisschen schwer. Panzerabwehr. Oh, da hat er noch eine. Nein. So, das erste Stück haben wir verloren. Das erste Stück haben wir verloren. Jetzt kommt da unsere Pack hier nicht mehr hin. 01. Was nehmen wir denn hier? Erstmal mit dem Flugzeug draufhauen. Okay, der hat ein bisschen wenig Schaden. Ja, müssen wir aber so machen. Oh, der ging daneben. Leute, Leute, Leute. So, jetzt müsste aber langsam mal weg hier. Nein! 02, die Panzerjäger hier müssen weg. So, mit unserem Panzer 2 noch. Zerstört, super. Oh, dann können wir uns den auch noch nehmen. 0-0. So, der Panzer ist auch schon mal weg. Natürlich die Frage, dann werden wir uns, glaube ich, nur leichte Infanterie dazu holen. So, hier oben bräuchte man eigentlich gar nicht hin. Wie gesagt, unser Prestige haben wir ja schon geholt. Mit den Fallschirmjägern. Nein, nächste Panzer weg. Schweine! Vier, fünf. Ja, wie gesagt, der muss erstmal weg, weil der ist wirklich schon kritisch hier, der Typ. Halt, den können wir zerstören. 3, 5, da warten wir jetzt mal noch. Jetzt nehmen wir erstmal den. Oh, jetzt den. Ja, der ist weg. 06 ist auch weg. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal hier. Oh, das ist ja gar nicht. Da hinten ist der Bahnhof. Das ist ja wieder was anderes. Da kriegen wir auch noch Prestige dazu. So, jetzt erstmal hier vorrücken, ne? Den Panzer müssen wir auf jeden Fall reparieren lassen. Den hier. Die anderen gehen ja noch. Nur neu, das bringt uns nichts. Unsere Pack ziehen wir mit. Die Flak ziehen wir jetzt langsam mal mit. Hier unten haben wir nur einen Scharfschützen. So, das passt jetzt erstmal so. Ich glaube, mehr wird der Gegner jetzt auch gar nicht machen. Ne. Mehr macht er nicht. Haben wir eine Chance gegen den hier? 1, 2. Na, das könnten wir auf jeden Fall noch so lassen. Wissen wir Bescheid, das funktioniert. 0-1. Daneben. Oh, 2-1, ne, das ist nicht gut, dann brauchen wir doch den. Müssen wir neben ihn hinsetzen. 2-1. So, und jetzt rückst du hier noch vor. Dann haben wir den nämlich auch weg.
01. So, das muss noch. Da könnten wir jetzt eigentlich mal in den LKW reingehen. So, unser Stock noch. Und jetzt unsere Infanterie. Hier sind Minen, da muss man aufpassen. Gehen wir mal hier außen rum. Der wird schon die Reichweite jetzt hier reinkommen. Ich gehe jetzt mal stark davon aus. Gott sei Dank hat der Scharfschütze nicht getroffen. Aber es sind nur extreme Panzereinheiten hier hinten. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. So, dann nehmen wir jetzt erstmal das hier ein. Und zerstören das hier. Dann den da. Neu 3. Und den. So, jetzt werden wir den doch auf jeden Fall wegkriegen hier. Ja, da haben wir ihn doch. So, hier haben wir unsere Pack, glaube ich, war das, ja. 04. Na, da werden wir jetzt ja schon einen höllischen Schaden. Ach, 2, na, das schaffen wir nicht, das war mir klar. Das war mir klar. Unserem Panzer 2. Da haben wir diese scheiß Artillerie noch da unten. Ne? 04. Oh, den einen Treffer hätte ich schon nur mitnehmen können. Das ist ärgerlich. Auf jeden Fall den Panzer erstmal reparieren hier. So, da haben wir ja die Infanterie noch. Die ziehen wir jetzt erstmal gar nicht so weit hier rein. Die haben wir alle bewegt. Ja, dann können wir beenden. Ne? So, hier kommt die Artillerie. Hat aber Gott sei Dank daneben geschossen an unserem Panzer 2. Artillerie. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen weiter vor dem Panzer noch weg. Nur 2. Ah, 0-0, das ist scheiße. So, aber jetzt. Und dürfen wir noch? Ja. So, den da hinten lassen wir jetzt erstmal. Werden wir noch einen Panzer 2 holen. Wie gesagt, die brauchen wir auf jeden Fall für die Infanterie. So, das da. Den fahren wir jetzt mal weg, vorsichtshalber. Und wie gesagt, mit denen müssen wir zu dieser Artillerie hinkommen. Wie viele Felder hatte denn jetzt die Pack? Die lassen wir jetzt mal so. Genau, jetzt kommen wir auf jeden Fall hin. Den müssen wir Munition auffüllen. Ja, dann können wir die ja gleich mal auffüllen lassen hier. Die Artillerien müssen weg. Boah. Holla die Waldfee. Das ist ja übel. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den hier wegkriegen. 1, 2. So, was gibt unsere Pack her? Gar nichts. 01. Null 2. Die müssen weg. 1,5. So, jetzt hoffen wir mal, dass du die jetzt noch zerlegst. Ja. So, 03. Wie gesagt, der muss auch weg.
05. Wo ziehen wir da den jetzt am blödsten hin? Mit 04 kann man auch leben. So, du noch. Oh, immer bleibt eins übrig, ja? Verstehe ich nicht. Ja, dann müssen wir es so machen. Weil nicht, dass der sich wieder aufrüstet dann. So. Unsere Flak ziehen wir weiter. So ein Sturmpanzer auch. Was haben wir noch? Den haben wir ja schon bewegt, alles hier. Ja. Ja, diese Artillerie muss noch weg. Oh. Jetzt kommen die großen Geschosse. Boah, mit einem Schuss, ey. So, hier nehmen wir die Prestige ein. Was? Das ist doch nicht der Bahnhof. Für mich schaut das hier aus wie ein Bahnhof. Bahnhof einnehmen. Dann ist das wirklich der Bahnhof hier bei denen. Achso, das Hartkerngeschoss brauchen wir noch. Das werden wir jetzt auf jeden Fall gleich nehmen. So, das ist weg. Nur 3. Oh nee, dann kriegen wir hier einen verdammt hohen Schaden von dem hier. So. Dann nehmen wir dann das Geschütz mit dem hier. Hier hatten wir die Flak. Jetzt können wir die gar nicht ausladen. So. Und hier nehmen wir uns die Artillerie vor. Die Einheiten hier aufwerten. Und du musst mal hier weg. Und du auch. So. Jetzt hat er seine Artillerie wieder aufgerüstet, ey. Kommt auf jeden Fall sein Raketenwerfer. Der muss auf jeden Fall auch weg, das Scheißding. Können wir jetzt dann mal Flugzeuge draufhauen? Ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge wir für den brauchen. Zwei auf jeden Fall. Aber dann wäre der wenigstens schon mal weg. Ja, zwei Flugzeuge reichen. Gott sei Dank. 5, 3, 0, 1. 2, 1. Na, jetzt schauen wir erstmal, dass wir das hier wegkriegen. Das bringt uns gar nichts hier. So, diese Artillerie. Mit dem noch. So, dann haben wir den. Jetzt schauen wir mal, dass wir. Ich hoffe, dass das reicht mit diesen dreien von der Rianheit, dass wir den flankieren können. Oh, 9-0. Nee. Da warten wir lieber noch, bis die andere hier runterkommt. Also, wir probieren es mit dem hier. 7-0. Jetzt ist er flankiert. Ja, das werden wir jetzt auch machen. Ah, das können wir das gar nicht einsetzen. Nö. Ziehen wir denn den jetzt hin? Ziehen wir jetzt mal hier rein. So. Jetzt haben wir alle Einheiten. Komm, zerstört dich dieses Geschütz, ey. Wenn er denkt, mit wie viel Panzer wir angefangen haben und was wir jetzt hier noch haben, das ist schon Wahnsinn.
müssen wir, glaube ich, jetzt erstmal. Ach, das sind ja nur noch Panzer 2 hier. Unsere Pack kommt leider nicht hin. Mist. Das ging daneben. Müssen wir noch Panzer kaufen? Den dann noch. 4-4. Stuck noch dazu. So, restlichen Prestige heben wir wieder auf. Na, jetzt machen wir erstmal so. Flankiert. Nein, das ging daneben. Jetzt kriegen wir noch den Dreier Schaden, wenn er trifft. Ja. Komm, aber jetzt. Na, endlich. Können wir jetzt auf jeden Fall die Panzer. Oh, da haben wir noch so einen. Hätten wir hier wieder zwei Flugzeuge drauf. Dann ist der nämlich auch schon mal weg. So, den da. Die haben wir schon bewegt. Was haben wir hier noch? Was muss man aufwerten? Aber ich frage mich trotzdem, was das hier sein soll. Für mich schaut das eher aus wie im Bahnhof. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt? So, den mal schauen, ob wir den nicht flankieren können. Schaut nicht so aus. Null eins. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal den Bahnhof hier einnehmen. Für mich ist und bleibt das hier der Bahnhof. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Hier sind auch Schienen dabei, also ist es der Bahnhof. Oh, nice mit einem Schuss. 04. Okay, hier ist ja nur die Mörsereinheit. So, die haben wir alle bewegt hier. Unsere Pack. 03. Oh, kritischer Treffer. Passt. So, und jetzt, wie gesagt, haben wir dann dieses blöde. Oh, das sind ja zwei Geschütze. Das sind zwei Geschütze. So habe ich jetzt gar nicht gesehen. Pack, ja. Zerstört. So, und dann nehmen wir jetzt mal den Ding hier ein. Was ist jetzt? Hey, wir bekommen Eisenbahngeschütz. Wie geil ist denn das? Jetzt können wir nur hoffen, dass das auch reicht. Oh, Leute, ist das geil. Eisenbahngeschütz. 900 gegen Panzer und 950 gegen Infanterie. Mein Gott, mein Gott. Tja, wenn wir halt treffen würden. Das ist natürlich dann das nächste. Jetzt haben wir den ersten Schuss schon versemmelt. Vor allem weiß ich auch nicht, wie weit die Reichweite hier von diesen Geschützen ist. So. Oh. Ne, ne, das machen wir nicht. Schauen wir mal, ob wir das Geschütz hier wegkriegen. 05. Und was die Flugzeuge hier noch anrichten können. Werden wir jetzt testen, ne? Prestige haben wir genug. Brauche ich jetzt zwei Flugzeuge für einen Stärkepunkt? Schaut so aus. Ne, die haben es gar nicht geschafft. Oh, das ist natürlich bitter. Bestimmt rüstet der nämlich jetzt das Geschütz hier wieder auf. Können wir mal probieren, ob wir Fallschirmjäger absetzen können hier hinten? Ne, das geht nicht.
Ja, der rüstet jetzt 100% wieder auf 10. Das wär ja blöd, wenn er es nicht machen wird. Der macht's nicht. Der hat's nicht gemacht. Wie blöd ist denn der? Unsere Flak, hier haben wir die Pack, die muss jetzt auch langsam mal mit vor. So, das ist ja hier gegen Infanterie, keine Chance. Gegen Panzer. Der auch nicht. So, die Panzer müssen vor. Den können wir mal aufwerten. Brandenburger. Jetzt haben wir eh nicht mehr allzu viel Prestige. Jetzt müssen wir mal. Müssen, oh, lag. Müssen wir mal warten, ne? 3-1. 0-0. Das ist natürlich gar nichts. Ja, was machen wir denn hier? Jetzt haben wir noch ein Flugzeug drauf. Auch nur ein Stärkepunkt. Den kriegen wir jetzt auf jeden Fall weg in der nächsten Runde. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir dann die Panzer hier noch wegkriegen. Nice. 01. Dann müssen wir halt das Küstengeschütz. Ey, wie komme ich hier überhaupt zu dem Geschütz rein? Gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass wir über die Mauer drüber fahren können. Weil sonst kriegen wir Probleme, weil dann kommen wir ja gar nicht hin. Eins, zwei. Die fahren gar nicht rein. Ja, dann muss ich das jetzt mit dem Geschütz hier zerstören. Wenn der aber immer wieder aufrüstet, werden wir auf jeden Fall ein Problem kriegen. Wir kommen da nicht hin. Oder die KI ist so eingestellt, dass sie nicht aufrüsten soll. Kann natürlich auch sein. Na doch, freilich repariert, ja. Das ist ja blöd. Und vor allem, wir können hier gar nicht reinfahren. Was ist, wenn von dem hier die Munition ausgeht, dann stehen wir da. Kommen wir hinten drüber? Nee, da ist keine Brücke, gar nichts. Ah, der hat auch keine Munition mehr. Oh. Ja, wenn es der dann wieder aufrüstet, ist es natürlich scheiße. Hat er nicht? Haben wir Glück gehabt. So, jetzt probieren wir den Rest mit den Flugzeugen noch. Einmal können wir noch. Auf 1. Leute, er muss auf 1 runter. Jetzt rüste bitte nicht auf. Nein, hat er nicht gemacht, dann zerstören wir es jetzt. Und tschüss. Ha, da haben wir es doch. Alle Missionen erfüllt. Brillanter Sieg. Küstenbatterie zerstört. Bahnhof einnehmen. Fähigkeit Hartkerngeschoss. So. Das war die Mission Sevastopol. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Jetzt schauen wir nur mal ganz kurz, ob eine neue Mission frei geworden ist. Ja, hier unten. Bleiben wir dann trotzdem nur bei 2.
Jetzt mal gucken, wie viele Missionen das wir überhaupt schon gespielt haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Missionen. Oh, 13. So, aber wie gesagt, dann machen wir dann mit den. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Da wollte ich doch gar nicht. Aus Versehen draufgeklickt. Back. In der nächsten Folge machen wir entweder dann Hirosa von Don oder Demjansk Pocket. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's es gut. Tschüss.